Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Bioshock Infinite. Burial at Sea. Episode 2, ja. Beim letzten Mal sind wir hier in diesem Versteck von den Anhängern von Atlas stehen geblieben, um uns Väterchen Frost zu holen. Und ja, ich würde sagen, das tun wir jetzt einfach mal und mal sehen, was passiert. Freeze your enemies. Shatter them into a thousand pieces. Drücke rechte Maustaste, um Gegner mit Väterchen Frost einzufrieren. Jetzt haben wir alles. Kriegst du die Reparatur jetzt hin? Klar. Quantenfeldgeneratoren habe ich schon im Kindergarten repariert. Ja, dieser sarkastische Unterton war überhaupt nicht auszuhören, Elizabeth. Sam, wer zum Henker bist du denn? Oh, wir werden angegriffen! Irgendwas von mir. Ja, macht ihr mal. Ich lass die mal machen, ne? Wow! Ja gut, die Leute die haben jetzt auch nicht gerade viel drauf, hä? Wenn die so schnell drauf gehen. Oh Gott! Wer hat das getan? Ich hab... Wer war das? Ja, wer war das wohl? Erstmal schlafen. Erstmal schlafen. Ja gut, hier im Bioshock, Infinite Burial at Sea stirbt natürlich keiner. Hier schlafen sie alle, ja, ja. Okay, ich denke mal, wir haben jetzt soweit hier alle ausgeschalten. Das ist gut. Dann können wir mal weiter. Oder wolltest du etwas aus dir machen? Wenn du den anderen nicht immer eine Nasenlänge voraus bist, wirst du der Herde hinterherlaufen. Genau. Oh oh. Big Daddy. Big Daddy, geh weg. Geh weg. Oh nein. Nicht Tür aufmachen. Tür schließen. Ich muss auch noch in seine Richtung. Mario weg. Kara. Alles an Mario weg. Ich bin der Einzige, der durchblickt. Den will ich mal kurz ausschalten. Spionierst du mir wieder nach? Bevor der mir auf den Sack geht, tue ich den mal lieber ausschalten. Nein, 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 nein. Der Kunde springt mir noch ab. Der springt mir noch ab. Ja, das springt dir noch ab. Genau. Schatz, habt ihr was gegen Leute, die auf ehrliche Weise Geld verdienen? Ich hab nicht gesagt, dass du Geld hast. Das klingt irgendwie seltsam. Er manipuliert sie. Er gibt den Takt vor und lässt sie nach seiner Pfeife tanzen. Nein. Schnell hier weg. Schnell weg hier. Da kommt ein Big Daddy. Keine Lust auf den. Wer ist da? Das habe ich gehört. So klar wie ein Glockenschlag. Wo ist der Big Daddy? Ich höre ihn noch. La Kohle. Hab ihr Bart geküsst und sie hat's nicht mal bemerkt. Man könnte vom Boden essen, so sauber ist er. Ich sehe, was du hier angerichtet hast. Das wirst du nicht nochmal machen. Du solltest dich verschämen. Ja, ich schäme mich auch. Okay, ich bin aber richtig gegangen. Das ist gut.
Das ist wichtig und dann können wir jetzt hier einfach mal weitergehen und da mussten wir hin, oder? Genau, okay. Dann machen wir uns da erstmal hindurch. Ah, okay, wir sind wieder da. Das ist super. Dann würde ich sagen, reparieren wir mal. Oh, da haben wir Liz. Wo sollen wir jetzt denn überhaupt hin? Dahin? Hä? Wo? Wo denn? Hallo? Wir haben doch alles. Achso. Jetzt sterben wir schon mal nicht gleich an CO2-Vergiftung, wenn wir das Ding einschalten. Überall ja, natürlich das Zeug noch rein. Perfekte Phosphorfrequenz, aber wird schon gehen. Und wo sollen wir jetzt die, Achso, da oben. Okay, das sollte ein Überhitzen verhindern. So, alles repariert. Wir können. Fahren wir das Ding mal hoch. Aktiviere die Lutez-Maschine. Na gut. Bereit, Leute? Wenn ich alles richtig gemacht habe, brauche ich jetzt nur noch den Hebel auf der Vorderseite betätigen. Ja, ja, ist ja gut. Ich denke mal, wir sind bereit und here we go. Was hab ich gesagt? Das ist Columbia. Läuft wie geschmiert. Columbia. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal nach Columbia kommen würde. Schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Oh. Sieh nur. Wir sind auf der First Lady. Ja, die First Lady. Das Schiff, wo Elizabeth und Booker diesen Streit hatten. Die First Lady wurde um ein Partikelschwebesystem herumgebaut, wie alle Gebäude der Stadt. Stand in Columbian Scientific. Das Partikel befindet sich oben auf der Konstruktion, den Aufzug hoch. Perfekt. Kommen wir hier auch durch? Schön viel Technik, um ein Luftschiff anzuheben. Hatte Comstock noch nie was von Wasserstoff gehört? Die erste First Lady wurde mit Wasserstoff betrieben. Ein Vox-Scharfschütze zerstörte sie mit nur einem Schuss. Leider war der Prophet damals nicht an Bord. Ja, leider. Schick, schick. Wenn ich das aktive Partikel entnehme, ist die First Lady nur noch ein Riesenbriefbeschwerer. Ich nehme das Ersatzpartikel. Das wär's. Und jetzt zurück durch den Riss. Glaubst du ernsthaft, dass Atlas sich an eure Abmachung halten wird? Nein. Aber dafür findet sich schon eine Lösung. Kehre zum Riss zurück. Okay. Na komm. Soll's zurück! Wie willst du Atlas beikommen? Er ist nicht bloß irgendein durchgeknallter Spleißer. Er wird einen Fehler machen. Ich muss nur bereit sein, ihn zu nutzen, wenn es soweit ist. Alles für ein Mädchen, das du kaum kennst. Wie gut kanntest du mich, als du nach Columbia kamst? Touché. Sollt mir nicht durch den Riss. Ich will mal kurz. Nur Ärger. Oh. Am besten direkt zurück nach Rapture. Schade. Ich wäre gerne da geblieben. Die Schiffsdame ist noch nicht fertig. Was? Öffnen Sie den Riss? Die Energie für die Maschine ist sehr teuer. Ich brauche eine Gegenleistung. Sagen Sie schon, was Sie wollen. Nur etwas ganz Einfaches. Eine Haarlocke. Oh, das ist nicht Ihr Ernst. Nicht von Ihnen, Dummchen. Fink hat ein geheimes Labor. Eingemottet, vergessen. Dort befindet sich die Haarprobe. In einem Glas. Nicht zu verfehlen. Besorgen Sie sie mir, dann sind wir alle gute Freunde. Wo ist dieses Labor? Abgeschottet, hinter Finks Quartier. Sie sind klug, Sie finden es schon. Ich hätte es wissen müssen.
Na, klasse. Also sind wir nun in Columbia. Interessant. Wow. Eiserner Vorhang. Genau während der Belagerung gelandet. Das heißt, unsere anderen Ich sind vermutlich in der Fabrik. Auf dem Weg zur First Lady. Was passiert, wenn wir ihnen begegnen? Das passiert nicht. Woher willst du das wissen? Weil es nicht so war. Rede doch nicht immer so kompliziert, Elizabeth. Ja, die First Lady, das Luftschiff, wo Booker, diese Dinger hier. Und Liz einen kleinen Streit hatten und Booker das erste Mal auf Fitzroy gestoßen ist, die Gegenperson von unseren lieben Propheten. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Sollen wir die Dinge hier zerstören? Nein. Ach so, da ist ein Luftschacht. Habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe ihren Rat befolgt und es hat sich ausgezahlt, aber ich werde dem Jungen nichts tun. Fink und Comstock werden beide brennen, aber dieser Junge kann nichts für die Taten seines Vaters. Sie verstehen nicht. Sie sollen dem Jungen nichts antun. Und wir haben auch nie gesagt, dass sie Comstocks Welt in Brand setzen werden. Ein berühmter Mann sagte mal. Und ein berühmter Mann wird sagen: Ich mag den Berg erklimmen. Doch ich fürchte, das Tal dahinter werde ich nie betreten. Das heißt, ich werde nicht erleben, wie... Nein. Nun, was ist Ihnen wichtiger? Ihre Rolle in dem Stück? Oder das Stück selbst? Jemand wird kommen. Sie kommt als Mädchen. Gehen muss sie als Frau. Und was macht den Unterschied zwischen einem Mädchen und einer Frau? Blut. Ihre Rolle in dem Stück? Oder das Stück selbst? Ich soll sie zur Mörderin machen? Wie? Lassen Sie dem Mädchen keine Wahl. Dann ist sie gezwungen, eine zu treffen. What the fuck? Diese Lutesses, ey. Bäh. Über Spinnenweben. Okay. Daisy hatte ja diesen Jungen hier gefangen gehabt, so gesehen. Und ist das da Fink? Ich weiß es nicht. Sie hatte diesen Jungen ja auch in ihrer Gewalt gehabt. Und wollte ihn umbringen. Und dann hat Liz Fitzroy hinterrücks mit einer Schere oder so erstochen und so ermordet. Aber anscheinend wollte Daisy das gar nicht. Sie wollte den Jungen gar nicht töten. Aber die Lutesses wollten also nur, dass Liz zu einer Mörderin wird, um ihre Rolle gerecht zu werden? Okay. Dieser betonte Hintern. Auch in einem Bioshock also. So. Du machst mal auch bitte die Augen zu. Dankeschön. Okay, ich soll nach rechts, also gehe ich nach links. Ist doch klar. Denn hier liegen noch ein paar Sachen. Oh, achso, genau, klar. Wir sind natürlich hier. Hier findet später noch die Schlacht mit von Booker gegen diese ganzen Leute von Daisy. Und diesem einem Handyman statt. Das war ein sehr schöner Kampf. Kann man sich gerne mal bei mir im Let's Play von Bioshock Infinite angucken, also dem Hauptspiel. Ja, hier sind natürlich auch noch ein paar Leute, aber sind die uns feindlich gesinnt? Ja, sind sie. Okay, hier wird es wahrscheinlich noch ein paar Sachen geben, deshalb will ich ja eigentlich...
Deshalb will ich mich hier eigentlich auch umgucken, aber ich glaube, das lassen wir mal. Ich will da rein. Komm ich da rein? Ja, komm ich, okay. Wirklich? Wenn ich dich finde. Das hätte ich lassen sollen, glaube ich. Kein Entkommen, du Schwein! Veränderung. Das ist es, was die Menschen brauchen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ihnen nur Blut und Feuer bieten kann. Was sie mir angetan haben, kann ich nicht vergessen. Ich war ein Opfer Columbias. Und Opfer empfinden Scham. Was zerfrisst einen Menschen mehr als Scham? Ich verrotte von innen heraus. Was habe ich dieser Revolution anderes zu bieten als meine eigenen finsteren Motive? Was wird mir letzten Endes wichtiger sein? Die Menschen, die ich retten will? Oder die, die ich in ihren Betten ermorden will? Du schläfst jetzt bitte mal kurz. Dankeschön. Warum sind die uns alle feindlich gesinnt? Was habt ihr gegen mich? Nur weil ich kein Vox bin. Vox Populi, Stimme des Volkes. Wie sie ja heißen. Na gut, dann gehen wir jetzt einfach mal hier weiter. Ich will mich jetzt hier nicht so durchschleichen, weil es sind ein paar Leute hier. Du schläfst jetzt mal bitte, dankeschön. Mein Quartier wurde neu vergeben. Heute Nacht schlafe ich in Fakes Bett. Viel Spaß da drin. Ja, es wird einen Krieg geben. Man kann ihn schon förmlich riechen. Angst, Hass. Jeden Tag sterben Leute. Aber wie viele werden noch leiden, wenn wir uns erheben? Gewalt erzeugt mehr Gewalt, das weiß ich. Ich habe es erlebt. Der rationale Geist strebt eine friedliche Lösung an. Er versucht, eine gemeinsame Basis zu finden. Aber wie soll ein Vater eine gemeinsame Basis finden, wenn er zusehen musste, wie sein Kind auf der Straße verblutete? Wie soll man ihm seine Rache verwehren? Ich kenne das Feuer, das in ihm lodert. Ich kenne es nur allzu gut. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich mich beherrschen können. Daisy weiß wohl auch nicht so genau, was sie will. Man kann hier Zigaretten kaufen. Igittigit. Und Lockpicks. Na gut, komm, wir haben noch genug Geld. Dann können wir uns nochmal ein paar Betäubungspfeile holen. Die nutze ich ja ganz gerne, wie man merkt. Und ich denke mal, hier können wir jetzt erstmal ganz normal herumlaufen, weil es sollten eigentlich keine Gegner mehr da sein. Büro von Jeremiah Fink, Generaldirektor. Okay. Oh, nee, richtigen Weg will ich jetzt noch nicht lang gehen. Noch nicht. Aber ich glaube, wir müssen, weil hier gibt es keine anderen Wege mehr. Schade. Na gut, dann gehen wir mal den richtigen Weg. Sind hier irgendwo Feinde? Scheint nicht so, okay. Oh, eine Uhr, oder was ist das? Fink. Da müssen wir lang, also gehe ich hier erstmal lang. Ist doch nur logisch. Bisschen Kohle. Wow. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, hier wird es ein Rätsel geben. Unser derzeitiger Zustand, beziehungsweise Nicht-Zustand, hat bei meinem Bruder zu einem Gefühl der Unerfülltheit geführt.
Der biologische Drang, sich hervorzutun, ist stark. Und es ist nicht ausgeschlossen. Wir könnten uns wieder in Columbia reinkarnieren. Zum alten Leben zurückkehren, um Neues erschaffen zu können. Aber wir sind in dieser Welt gestorben. Zurückzukehren würde bedeuten, einen Teil von uns aufzugeben. Uns selbst. Wir würden wieder Fleisch und Blut werden. Mit allen Folgen. Und die Geheimnisse des Universums wären uns wieder verborgen. So, Uhrenschlüssel. Ich schätze, es hat was mit der Riesenuhr da draußen zu tun. Und mit der Uhr bekommen wir vermutlich die Tür zu Finks Labor auf. Wir werden es sehen. Eine riesige Uhr? Sowas in der Art. Der Mechanismus scheint bestimmte Aktivitäten freizuschalten, falls Fink seinen Segen dazu gibt. Und jetzt? Müssen wir warten, dass der Kuckuck erscheint? Nein. Den Uhrenschlüssel haben wir schon. Wenn wir die Uhr aufziehen, können wir jede Tür öffnen. Eine Menge Arbeit, um ein paar Türen zu verschließen. Tja, wenn Fink etwas liebt, dann eine Menge Arbeit. Ja, aber ich würde eigentlich sagen, das werden wir im nächsten Part machen, weil, ja, die Zeit ist so langsam vorbei für diesen Part und deshalb war's das erstmal für heute. Ja, falls euch der Part gefallen haben sollte, lasst gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein werdet, wenn wir diese wunderschöne Riesenuhr hier aufziehen und mal schauen, wo es dann weitergehen wird. Bis dahin, ciao, ciao, Leute.